Spreche jetzt gleich mit Johannes Fechner. Er kandidiert seit 2013 oder ist seit 2013 für den Wahlkreis Emdingen im Bundestag. Seit er 18 ist, ist er in der SPD. Und ja, gestern, Herr Fechner, hätte es fast sogar zum ersten Mal fürs Direktmandat gereicht. Sie haben es ein bisschen mehr als 90 Stimmen verpasst. Wie wichtig wäre Ihnen der Erststimmensieg gewesen? Es wäre ein i-Tüpfelchen auf einen tollen Abend gewesen, aber wir haben uns riesig gefreut, dass ich wiedergewählt worden bin und vor allem, dass wir erst zum dritten Mal in der deutschen Geschichte die Nummer drei geworden sind. Und das ist schon ein Riesenerfolg. Entschuldigung, wir sind nicht die Nummer drei geworden, die Nummer eins geworden sind. Ich habe noch ein bisschen Sekt in der Birne, tut mir leid, wir haben echt gefeiert gestern. Das war ein Riesenerfolg für uns. Also wir sind glücklich und ja, Direktmandat. Ich hätte es angenommen, natürlich. Aber so bin ich weiter 4 Jahre für meine Heimat in Berlin tätig. Also wir haben uns riesig. Sie haben sich gerade aus Versehen über den Platz 3 gefreut. Als Sozialdemokrat ist man ja das Gewinnen gar nicht mehr so gewohnt. Jetzt heißt es ja oft, der Schuldsieg ist vor allem geschuldet den Fehlern der anderen. Reicht Nö. es für Sie aus als Erklärung oder Nein, steckt da natürlich mehr nicht. dahinter? Nein, also natürlich haben die anderen fette Fehler gemacht, klar. Aber die Bürger, wo haben Vertrauen zu Scholz? Er hat einen klaren Plan. Wir haben das schon aus eigener Kraft geschafft, dieses super Ergebnis. Das Erstaunliche war ja bei dieser Wahl, wenn man es mit den anderen beiden vergleicht, die Geschlossenheit der SPD. Diesmal war es gerade die Verhältnisse gerade umgekehrt. Diesmal hat sich die CDU praktisch so verhalten wie die SPD früher im Wahlkampf. Glauben Sie, Ihre Partei hat da aus Fehlern gelernt oder ist es einfach eine neue Geschlossenheit? Natürlich haben wir daraus gelernt, dass es keinen Sinn macht, Diskussionen zu führen während den wichtigen Wochen vor der Wahl. Da hat Saskia Esken und auch Kevin Kühnert sich wirklich ja, zurückgenommen und einen guten Job gemacht, haben den Laden zusammengehalten. Das war ganz wichtig. Aber ich glaube, letztlich war es das Vertrauen in die Person Olaf Scholz, die so viele Wähler bewogen hat, das Kreuz von uns zu machen. Sie irgendwelche Bedenken, dass diese Harmonie jetzt auch während der Sondierung fortbesteht oder dass da sagen wir mal, der linke Flügel jetzt doch den Mundkorb abnimmt? Nein. Nicht? Okay. Klares Nein. Sie sind jetzt auf dem Sprung nach Berlin. Wie sieht Ihr Programm in den nächsten Tagen aus? Inwiefern sind Sie auch in den Sondierungsgesprächen einbezogen? Also es geht jetzt in 2 Stunden zum Flieger, dann von Stuttgart aus nach Berlin. Da bin ich dann bis am Mittwochabend. Da werden wir die ersten Gespräche bei uns intern schon mal führen, haben wir letzte Woche ehrlich gesagt auch schon vorbereitet, welche Themen im Innen- und Rechtsbereich, in dem ich tätig sein darf, für die SPD wichtig sind. Denn eins ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir nicht nochmal so lange die Bürger warten lassen, bis eine Regierung steht. Also wir müssen den Ehrgeiz haben, vor Weihnachten eine Regierung im Amt zu haben. Wir haben mit dem Klimaschutz, der Pflegereform oder Corona so viele Themen, die voranzutreiben sind, dass wir uns erleichtern, jetzt wieder ein halbes Jahr zu warten, wie beim letzten Mal. Jetzt wollen FDP und Grüne vorsondieren. Wie hilfreich halten Sie, für wie hilfreich halten Sie das? Oder wären Sie da gern als stärkste Partei in dieser möglichen Ampelkoalition mit am Tisch? Ja, ich gehe mal davon aus, dass die SPD bei Sondierungen zu einer Ampel am Tisch Das sitzt. dann schon, aber diese Vorsondierungen, die jetzt stattfinden, machen die zwei Parteien ja, oder wollen sie unter sich ausmachen? Finden Sie das hilfreich? Da schauen wir mal. Das ist nicht schlecht, wenn die sich schon mal einig sind. Da geht es dann vor allem um die Kosten. Ich fürchte, dass wir durchaus damit rechnen müssen, dass es Jamaika gibt. Das sollte jetzt besprochen werden, dass der Herr Lindner das Finanzministerium bekommt und die Grünen dafür im Februar nächsten Jahres den Bundespräsidentenposten. Das könnte ich mir vorstellen, das fürchte ich, könnte dort rauskommen, dass es jetzt mehr um Posten geht. Und wenn FDP und Grüne ihre Posten miteinander abgesprochen haben, dass es dann eventuell Jamaika geben könnte. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, an diesem starken SPD-Ergebnis kommt eigentlich keiner vorbei. Also Sie haben schon die Befürchtung, dass es doch noch auf Jamaika hinauslaufen Das ist könnte. 50-50, das ist offen. Die Okay. Grünen wollen, den Bundespräsidenten unbedingt. Die FDP will unbedingt das Finanzministerium. Es
ist kein guter Eindruck, der da beim Bürger entsteht, dass es jetzt nur um Posten und nicht um Themen geht. Aber werden wir abwarten. Wichtig ist, dass das schnell geklärt ist, dass wir schnell eine neue Regierung haben. Okay. Es bestünde dann immer noch oder für die SPD auch noch die Möglichkeit einer großen Koalition. Oh, ausgeschlossen. Oh je. War kein Thema mehr. Nein, never ever. Ja. Was war für Sie so schrecklich an diesem Bündnis? Dass die Union immer nur, wenn überhaupt, kleine Schritte in die richtige Richtung gehen wollte bei so vielen Themenfeldern. Das war fürs Land jetzt kein Untergang, ganz im Gegenteil. Ich glaube, so schlecht ist Deutschland jetzt nicht regiert worden, aber es wäre viel mehr drin gewesen auf so vielen Themenfeldern der Politik. Haben Sie die Hoffnung, dass jetzt mit einer Ampel mit der FDP da mehr möglich wäre? Oder wo sehen Sie da die größten Knackpunkte? Also sicherlich beim Thema mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen in Niedrecht. Da muss die FDP über einige Punkte springen und auch, wie wir die 400 Milliarden Euro Corona-Schulden, wie wir das finanzieren. Da hat die FDP auch Vorstellungen, die sich mit unserer nicht decken. Wir meinen, dass da die starken Schultern mehr tragen müssen als die schwachen. Das sehe ich so als die beiden Knackpunkte an. Aber ich glaube, Herr Lindner kann es sich nicht nochmal leisten, seiner Partei zu sagen, wir regieren nicht und gehen in die Opposition. Dafür sind zu viele auch in der FDP jetzt heiß drauf zu gestalten in einer Regierungskoalition. Okay. Herr Fechner, vielen Dank und eine gute Fahrt nach Berlin. Gerne und sorry nochmal für die Technikprobleme. Kein Problem. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.